Das Video ist mittlerweile über eine Woche alt. Ganz viele super tolle Menschen von euch haben ganz viele Politiker, Parteien, Radiosender oder Fernsehsender unter diesem Video markiert. Sogar ich habe insgesamt über 50 Redaktionen eine E-Mail geschrieben und habe ihnen geschildert, dass der Rettungsdienst und die Pflege kurz vorm Zusammenbruch ist. Und passiert ist gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ich habe gar keine einzige Antwort von irgendjemandem bekommen. Keine Interviewanfrage, keiner, der sich dazu irgendwie geäußert hat. Ich muss sagen, ich bin ziemlich traurig. Ich bin echt krass enttäuscht. Ich hätte mir viel mehr vorgestellt. Wenigstens, dass vielleicht irgendwie ein oder zwei, keine Ahnung, Zeitschriften, Fernsehsender, Radiosender irgendwie darüber berichtet. Ich glaube wirklich, dass es leider so weitergeht. Es werden immer mehr Leute kündigen, sei es Pflegekräfte oder Rettungsdienstler, dass es immer schwieriger wird, die Hilfsfristen einzuhalten, dass es vielleicht irgendwann mal ein Privileg sein kann, dass der Rettungswagen innerhalb von 10 Minuten bei einem ist. Ich glaube wirklich, dass auch deswegen Menschen sterben können, die man vielleicht eigentlich hätte retten können, hätte man einfach frühzeitig das Problem jetzt angegangen und nicht wieder nach in ein paar Jahren irgendwie verschoben. Ich bin echt sehr traurig, ich habe die Hoffnung, wenn ich ehrlich bin, mittlerweile verloren. Vielen Dank, dass ihr einigermaßen die Rettungsdienste und Pflegekräfte noch unterstützt. Und ja, was soll ich sagen? Toll, toll, toll.